Hallo und willkommen zum zweiten Teil zum Thema EMV und so weiter. Wir haben das letzte Mal im Video, verlinkt irgendwo da rechts oben, gesehen, wie so eine EMV-Kammer aussieht, wie so ein Messgerät aussieht, was für Tests gemacht werden. Das war das DUT, die weiß an der Test. Ob es bestanden hat oder nicht, werden wir in diesem Video sehen. Das Ganze ist eine Lötdampfabsaugung. Informationen zu dem Teil unten in der Videobeschreibung. Und da fragt man sich jetzt natürlich schon so als Laie, warum strahlt das Ding? Also es hat doch eigentlich, wenn man die Platine mal anguckt, nehmen wir meinen Akku mal raus, die Platine an sich ist jetzt ja nicht so sonderlich spektakulär. Was ist drauf? Ein Mikrocontroller natürlich, der was die ganze Ansteuerung übernimmt, die Akkuüberwachung übernimmt. Es ist ein Step-Up-Converter drauf, der Lüfter läuft mit 12 Volt und die LED-Beleuchtung. Und ansonsten ein bisschen Akkuladeschaltung, also ein bisschen was ist schon drauf. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was könnte denn an diesem Teil strahlen. Und dazu muss man erstmal sich überlegen, wo ist überhaupt eine Frequenz da? Wenn ich alles Gleichspannungen habe, also wenn ich den Akku direkt mit einem Schalter auf den Lüfter lege, dann habe ich 3,7 Volt, 4,2 Volt Gleichspannung. Dann wird da wahrscheinlich nicht großartig was strahlen. Wenn ich aber jetzt ein bisschen Elektronik drauf habe, habe ich auch immer irgendwo eine Frequenz. Der Mikrocontroller zum Beispiel wäre schon mal so ein Kandidat, den man sich betrachten muss. Und natürlich auch der Step-Up-Converter ist ein Kandidat, den man sich auch anschauen muss. Denn das Zeug hat natürlich eine zum Teil nicht unerhebliche Frequenz. So ein Mikrocontroller hat, wenn man jetzt langsam taktet, ein Megahertz. So die Arms, die können auch schon mal ein paar hundert Megahertz haben. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie man die ganzen Dinge abschirmt und davor schützt, dass die abstrahlen und so weiter. Der Step-Up-Converter läuft mit 1,2 MHz so in etwa und auch der kann natürlich abstrahlen. Und was da jetzt abstrahlen kann, das gucken wir uns jetzt genauer an. So, dann bewundern wir das Ganze mal am PC, im Schaltplan und so weiter. Also, ich habe ja gesagt, es gibt eigentlich zwei Quellen, die uns Probleme machen können. Quelle Nummer 1 wäre der Mikrocontroller und Quelle Nummer 2 der Step-Up-Converter. Jetzt ist natürlich so, so ein Bauteil an sich hat keine Motivation irgendwie zu strahlen. Also nur weil jetzt der Mikrocontroller mit 300 MHz, 400 MHz läuft, muss das noch lange nicht heißen, dass der extrem viel abstrahlt. Es kann natürlich sein, je nach Design von dem Mikrocontroller, der verwendet wird, kann es natürlich schon sein, dass er abstrahlt. Und dann muss man als Gegenmaßnahme sogenannte Abschirmdeckel auf die Platine drauflöten. Das kennt man, das hat man glaube ich beim Fire TV Stick, ich verlinke euch das auch mal oben im Fire TV Stick, glaube ich, hat man das gesehen, wo habe ich die Abschirmdeckel so liebvoll aufgeöffnet. Genau, also da muss man dann so Abschirmdeckel drauf machen, dass quasi diese Störungen, diese Funkquellen, die ausgesendet werden, in diesem Abschirmdeckel, in diesem Abschirmgehäuse drin bleiben und uns keine Probleme beim EMV-Test machen. So ein Standard Atmega, der macht an sich keine Störungen. Also der sendet natürlich minimal auf der Grundfrequenz, aber er macht uns nicht solche Störungen, dass uns die jetzt irgendwo in der EMV reinhauen. Was allerdings Störungen machen kann, unter anderem, sind irgendwelche Leitungen. Denn sobald man irgendwie ein Kabel hat oder eine lange Leiterbahn auf der Platine hat, hat man gleichzeitig natürlich eine Antenne. Ohne Antenne strahlt sowieso nichts. Also man braucht immer irgendein Antennenelement, das Motivation hat, Funkquellen abzustrahlen. Denn sonst kommt nichts in die Luft. Also Antenne ist quasi das Um und Auf. Und es geht jetzt bei uns eigentlich darum, die Antennen zu finden, Antennen zu minimieren oder wenn man keine andere Möglichkeit hat, irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, dass man die Störungen vor dem Antennenelement eliminiert kriegt. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Beim Mikrocontroller sieht es so aus, der hat relativ wenig Frequenz, also er strahlt selber nicht und die Leiterbahnen an sich beim Mikrocontroller sind sehr, sehr kurz. Da gehe ich persönlich jetzt mal davon aus, dass da großartig nichts abstrahlen wird. Was kritisch ist, ist der Step-Up-Converter, denn man braucht auch eine gewisse Leistung, damit was abgestrahlt werden kann. Ich kann ja nicht irgendwie ein paar Mikrovolt und ein paar Mikroampere irgendwo eine Leitung reinschicken und die strahlt mit weiß Gott wie viel Watt ab. Irgendwo hat man immer noch diese Physik, die man einhalten muss. Das heißt, wenn irgendwo viel Leistung da ist, viel Strom über eine Leitung geht, kann auch viel Schlechtes abgestrahlt werden. Und in unserem Fall, hier das Schaltbild, der Step-Up-Converter. Ihr seht hier VCC, das wäre die Batteriespannung, die 3,7 bis 4,2 Volt oder was der Lithium-Ionen hat, oder 2,8. Und diese Spannungsquelle
geht quasi hier über diesen Pfad, über diese Spule hinweg. Hier hat man den Switch-Eingang am Step-Up-Converter. Das ist quasi der Fed, der hier diesen Punkt gegen Masse runterschaltet. Das Gesamte geht über eine Schottky-Diode. Und hier hinten haben wir dann, tada, 12 Volt. So, was könnte jetzt hier kritisch sein? Wir haben natürlich schon Strom, der hier drüber fließt. Der Lüfter hängt dran, die LED-Beleuchtung hängt dran. Das braucht schon ein paar hundert Milliampere, das ganze Zeug. Bedeutet, hier fließt relativ viel Strom. An sich kein Problem, weil wir brauchen, wie ich gerade gesagt habe, natürlich erstmal eine Antenne, damit das Zeug abgestrahlt wird. Eine Antenne bedeutet eine lange Leiterbahn, habe ich gesagt, oder irgendwas in diese Richtung. Was haben wir hier zum Beispiel, was eine große Leitung beinhaltet? Welches Bauteil standardmäßig eine große Leitungslänge beinhaltet, ist hier diese Spule L2. Ein Step-Up-Converter, ein Step-Down-Converter braucht eine Spule, ohne dem geht er halt nicht, ne? Und diese Spule hat quasi ganz viel Draht aufgewickelt und so eine Spule kann unglaublich gut abstrahlen. Aber es gibt natürlich Spulen, die da schon mal dagegen arbeiten. Die nennt man dann voll geschirmte Spulen. Die haben dann quasi ein Schirmelement drumherum, Ferritpaste oder irgendwie sowas hart gewordene. Oder haben irgendwie einen Käfig, Bauform, x-beliebige. Und der sorgt dann dafür, dieser Schutz sorgt dann dafür, dass quasi diese Spule an sich schon mal sehr, sehr wenig ans Fernfeld abstrahlt. Hier nochmal der Stromfluss im Datenblatt von Texas Instruments. Also hier kommt die Spannung rein. Das Ganze geht über die Spule, geht über die Diode und geht hier hinten raus. Das heißt, wenn man jetzt den Chip deaktiviert, hat man hier hinten immer noch die Eingangsspannung. Das muss man auch berücksichtigen. Und wenn man jetzt ein bisschen weiter gräbt im Datenblatt, kriegt man plötzlich sowas hier. Layout Example. Und da oben steht ganz groß: If the layout is not carefully done, the regulator could show stability problems as well as EMI problems. Klar, wenn man den schlecht designt, dann schwingt er rauscht, er macht irgendwelche Probleme. Aber, was da auch explizit nochmal dabei steht, elektromagnetische Interferenzprobleme kann er auch produzieren. Deswegen empfehlen die möglichst kleine Leiterbahnlängen und sie machen die kompletten Leiterbahnen als Flächen, damit man auch sehr niederimpedanz angeschlossen ist. Also damit man jetzt hier nicht unendlich viel oben hat. Wir haben hier unten eine wunderschöne Masseanbindung, das heißt auch da haben wir sehr wenig Widerstand, der quasi uns irgendwelche negativen Probleme machen könnte. Wenn wir jetzt natürlich das nicht berücksichtigen, die Geschichte, und ich kenne genügend Designs, die was drauf einfach, ne? Und man packt diese Spule irgendwo ins Nirvana und legt zwei kleine dünne Leiterbahnen zu dieser Spule hin und am besten flutet man noch keine Masse drumherum und so weiter, dann sind natürlich diese zwei kleinen Leiterbahnen, die vom Chip bis zur Spule hingehen, sind natürlich wundervolle Antennen und die strahlen ab wie ein Weltmeister. Also da braucht man sonst nichts mehr, ne? Also da hat man quasi einen super Sender. Und wenn man es jetzt überlegt, 1,2 MHz, das sind eigentlich relativ lange Wellen. Und eine Antenne, sagt man immer, muss ja schon irgendwie im Bereich Lambda halbe, Lambda viertel sein, damit die abstrahlen kann. Und wenn wir jetzt 1,2 MHz betrachten, haben wir eine Wellenlänge von doch irgendwas so, keine Ahnung, mit Verkürzungsfaktor vielleicht 200 Meter oder sowas. Jetzt denkt man sich, naja, 200 Meter, Lambda Viertel, 50 Meter, ich kriege niemals eine 50 Meter Leiterbahn hin. Ja, stimmt. Aber das Problem an der ganzen Geschichte sind die Oberwellen. Das Ding schwingt ja mit 1,2 MHz Rechteck. Das heißt, man hat alle ungeraden Vielfach. Man hat 1,2, man hat 3,6 und so weiter. Alle ungeraden Vielfache von dieser Grundfrequenz sind als Oberwellen vorhanden. Und irgendwo kriegt man eine hin. Ich werde es euch dann nachher gleich zeigen, an diesem Beispiel, wo dann da böse Dinge rauskommen können. Und deswegen muss man da immer aufpassen. Also die Grundfrequenz macht uns de facto selten Probleme. Das sind immer die bösen Oberwellen, die uns reinhauen. So, wenn wir das Ganze jetzt im Design angucken, wir haben hier quasi, wie vorhin schon gezeigt, diesen Stromlaufbahn. Und das Ganze im Layout sieht dann so aus, man kommt hier mit der Spannung rein. Wir haben hier den Kondensator, der die Spannung gleich gut abglättet. Und wir gehen hier über die Spule drüber, gehen hier über die Diode drüber und hier hinten diese Fläche ist dann entsprechend schon die 12 Volt Versorgungsspannung. Das Gesamte alles in wunderschöne große Flächen gehalten, dann kann da schon mal grundlegend nicht viel abstrahlen. Da muss man keine Angst haben. Was hat man jetzt aber für ein Problem? Speziell in diesem Design zum Beispiel habe ich ein großes Problem gehabt. Und zwar gehe ich ja mit einem Stecker
zum Lüfter und mit einem Stecker zur LED-Beleuchtung hoch. Und der Lüfter hat ein Kabel und die LED-Beleuchtung hat ein Kabel. Und was ist ein Kabel? Eine Antenne. Also ein Kabel ist grundlegend für uns immer negativerweise eine Antenne, wenn wir in die EMV-Betrachtung gehen. Kabel sind immer schlecht und machen meistens Probleme. Und in dem Fall geben wir relativ viel Leistung auf das Kabel drauf. Und deswegen müssen wir natürlich auch darauf achten, dass wir irgendwie das Ganze dann gefiltert kriegen. Ich habe das letzte Mal im letzten Video schon gezeigt, wie diese Messung am Rode- und Schwarz-Gerät aussieht in dieser Messkammer. Und das, was wir jetzt hier sehen, wären quasi die Messergebnisse. Hier haben wir einen Fume Tractor, Lüfter ein, per USB geladen. Also die Variante mit USB-Ladung, reiner Akkubetrieb, ohne USB-Kabel, ohne Licht. Das ist jetzt ein relativ stabiler Zustand. Der Lüfter braucht relativ wenig Strom. Das heißt, der Step-Up-Converter muss wenig arbeiten. Der hat wenig Probleme, da irgendwas zu machen. Der Step-Up-Converter hat nämlich nicht nur diese 1,2 MHz, sondern der macht eine dynamische Frequenzanpassung. Das heißt, der macht 95% Effizienz oder so. Das heißt, der passt die Frequenz an die Last an. Und wenn die Last höher wird, spielt er mehr mit der Frequenz. Und wenn die Last geringer ist, geht dann mit der Frequenz relativ stabil irgendwo hin. Und jetzt sehen wir hier einen relativ geraden, spitzen Störer in der Frequenz in unserem Spektrum drin. Und zwar, wenn wir das Ganze mal betrachten, logarithmischer Maßstab. Hier haben wir 30 MHz, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hier haben wir 100 MHz, 200, 300, bei 400 MHz haben wir hier ein Problem. Und zwar diesen blöden Strahler drin. Und ich habe das letzte Mal auch schon angesprochen, wenn das da irgendwo woanders wäre, dann wäre ich eher unkritisch damit, das zu betrachten. Aber gerade in dem Fall, wenn das so Richtung 433 MHz geht und dann die Wetterstation vom Nachbarn stören kann, kriegt man relativ schnell Probleme. Achso, was euch vielleicht auch interessieren wird, denke ich mal, so eine Messung in so einer Kammer. Man hat ja quasi die Kammer, die man mieten muss für die Stunden und man hat den Prüfingenieur, der dabei ist. Da zahlt man so, kommt ganz drauf an, was man jetzt genau machen will und so, aber so ungefähr 200 Euro aufwärts kostet netto eine Stunde in so einer Messkammer. Ungefähr so als Daumenrichtwert, dass man mal Bescheid weiß, was man für sowas ausgeben muss. Also man hat hier eine relativ böse Spitze drin. Wenn man jetzt die LED-Beleuchtung mit einschaltet, dann hat man plötzlich ganz andere Probleme. Man kann das mal vergleichen. Man kriegt hier hinten einen Huppel. Hinter mir. Man kriegt hier hinter mir einen Huppel. Hier wird die Störung deutlich größer, die Abstrahlung. Und hier sind wir natürlich, wie man ganz sieht, deutlich über diesem roten Punkt. Und zwar, ja, der rote Punkt wäre die rote Linie wäre quasi die gesetzliche Norm. Da darf man nicht drüber. In dem Fall hätten wir also das Problem, ist nicht. Also man wird so in dem Fall keine Abnahme kriegen. Und deswegen sieht man zum Beispiel, LED-Beleuchtung macht schon Probleme, weil eben mehr Strom über den Step-Up-Converter geht. Und in dem Fall hier, selbst diese Spitze, wir sind zwar weit runter, aber das gefällt mir persönlich auch nicht. Ich hätte da auch schon Bedenken und würde sagen, ich bin da nicht weit genug unten, ich habe da nicht genügend Abstand. Ich würde eigentlich schon gern schauen, dass diese Spitze weiter unten ist, denn man hat dann vielleicht eine Serienstreuung und so weiter und kriegt dann da mächtig Probleme, wenn man Pech hat. Das wäre also jetzt eine Messung, wo wir definitiv durchfallen würden. Hier auch diese Messung nochmal. Wir würden definitiv mit dieser Messung durchfallen. Ich habe im Vorfeld schon Schritte eingeleitet, um auf etwaige Probleme, wie man ja sieht, dass aufgetreten sind, zu reagieren. Diese Messungen habe ich an dem Fume Tractor gemacht, wo ich diese Maßnahme nicht ergriffen habe, denn man will natürlich immer Kosten optimieren. Man lässt so viele Bauteile wie möglich weg. Und in diesem Fall hier habe ich diese speziellen Bauteile drin. Die zwei Messungen hier zeigen dann quasi den Fume Tractor in vollem Betrieb. Einmal horizontal und einmal vertikal polarisiert diese Messantenne. Das habe ich ja auch gesagt im Video, dass die Antenne gedreht werden kann, denn man muss natürlich beide Messungen machen, horizontal und vertikal, weil es kann ja sein, dass die Funkwellen irgendwie nur genau exakt in eine Richtung polarisiert abgestrahlt werden. Das Ganze sieht so aus. Und man kann im Vergleich zu diesen Messungen schon erkennen, da sind wir jetzt deutlich, deutlich besser. Gerade da im hinteren Bereich, in der unteren Frequenz, wird sehr gut weggedämpft, die Störungen. Der Bereich wird auch sehr gut weggedämpft. Hier, man kann zum Glück noch erkennen, dass das hier leicht erhöht wird.
meine, wenn das jetzt komplett geradlinig wäre, wäre es auch wieder kitschig. Dann würde man sich denken, hat man vielleicht ein Problem, dass die Störung plötzlich aus einem anderen Grund weg ist und nicht aus unseren Maßnahmen. Deswegen, man sieht es hier zum Glück noch leicht. Man sieht auch hier im Vergleich, hier ist der große, große Huppel und hier ist noch der leichte Huppel. Und jetzt sind wir natürlich deutlich, deutlich, deutlich unterhalb von der roten Linie, unterhalb der Norm. Und das wäre jetzt eine Thematik, wo ich sage, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, was es jetzt für Störungen genau gibt und was für Maßnahmen ich genau in diesem Beispiel ergriffen habe, um diese Störungen zu vermeiden, seht ihr nächste Woche am Samstag. Bis dann!